taking photos with me. Yeah. Servus, hi. Grüß dich. Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, seht ihr gar nichts, denn ich bin hier auf einer Rooftop-Bar in Asien, in der Shanghai. Ich nehme euch in diesem Vlog einfach mit, auch nach Tokio. Das heißt, wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Es wird auf jeden Fall gleich noch ein bisschen heller. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Fuck, das brennt da. Wir befinden uns jetzt hier im Shuttle, was uns abgeholt hat. Und es riecht wie Teddy gemischt mit alter Oma. Kannst du ein Statement geben? Das ist unser Hotel. Ach, hier sind Blumen. Freunde, so schaut hier eine Hochzeit aus. Die Location können wir bei mir bitte genauso machen. Hallo, danke. Sudele. Wir sind jetzt bei unserer ersten Show Backstage, beziehungsweise Look-Präsentation, würde ich sagen. Weil das hier die Location ist und ich dachte, es ist noch sehr viel Chaos hier, aber das ist einfach nur die Kulisse. Und ich bin sehr gespannt, was mich hier so in Shanghai erwarten wird. Vor allen Dingen, oh, hier geht richtig Lutz. Hier geht der Trubel ab. Du meinst, taking photos with me? Yeah. Wir befinden uns jetzt Backstage bei der... Backstage bei der nächsten Look-Präsentation. Und gleich kommen die Models zurück aus dem Rehearsal. Jetzt geht's zurück zur Maske. Strömen sie an mir vorbei. Einfach alle aus den Blumen. Voll geil. Ich will den Rucksack. Hallo. Beautiful Nightmare. Mein Mann wieder in den Schub gewesen. Bitte, er. Oh, ist so süß. Sogar der Roller hat Hello Kitty, Freunde. Das ist die Shanghai. Geil. Ein Rosa. Guck mal, Leute, wie süß. Hier mit Pikachu. Los, fokussier das. Hallo. Leute, es ist knallhart hier. Es ist knallhart. Ja, hallo. Servus, hi. Ich habe einfach nur kurz in dem Laden, ja, guck mal, ich habe einfach bei dem Laden was gekauft und ich drehe mich um und es stehen, ohne Witz, 20 Leute vor mir, alle mit der Kamera auf mich. Ich fühle mich wie die Kim Kardashian hier oder der Kylie Jenner. Hi. Für kein Hallo. Und einfach alle Fotos. Knaller. Leute, ich kaufe mir jetzt hier diesen Entenrucksack. Ich will den haben. Niemand kommt daran von den ganzen Asiaten und schiebt ihn mir knallhart einfach runter. Wenn die Asiaten nicht alle so klein wären, dann könnte ich einfach alles kaufen. Alles. Und hier, Freunde, ist das zweitgrößte Gebäude der Welt. Die gute Bulle, da hockt er sich hin. Wir fahren jetzt irgendwie mit der Bahn unterm Wasser in so einem Tunnel durch. Ich weiß auch nicht ganz genau, aber geht jetzt los. Ach, da hinten geht die Lutz. How much is the fish? Oh mein Gott, wie schön. Oh, hier ist der Paddy. Tschüss, der Oktopus. Guten Morgen, meine Lieben. Wir sind nun unterwegs und machen so eine kleine Touri-Sightseeing-Tour. Na, ein bisschen verschlagen. Habe trotzdem noch hier The Beat Face gemacht. Leute, guck mal, der Totoro da. Den will ich, den Chopper aus One Piece. Ah, ich heule. Lost in China. Lost in China, das wird der Slogan. Ich schwöre euch, Leute, ich bin immer kurz davor, alle zu verlieren hier. Ja, aber zum Glück bin ich so groß, dass ich überall rüber gucken kann. Knallhart sind auch einfach Schildkröten drin, ich raste aus. Man merkt auf jeden Fall ganz dezent, dass hier so um die 25 Millionen Einwohner sind in Shanghai. Weil hier ein bisschen viel los ist immer und ganz dezent gedrängelt wird. Ein Ticket für irgendwas, was auch immer, ich weiß nicht. Für den Garten. Ach, wir sind noch gar nicht im Garten. Thank you.
Ganz dezente Fischeskalation, Leute. Ganz dezent. Sieht doch gar nicht gruselig aus, wie die Mutti da mit ihrem Kind sitzt, aber Schlaghosen sind hier übrigens in. Servus. Gelesti. Also wir befinden uns jetzt backstage. Ich weiß nicht, wie die Show heißt, für die wir jetzt schminken, aber... Ich werde hier schon der Model sitzen und der Make-up-Stuff und ich werde mich jetzt hier austoben. Das Make-up, was ich gemacht habe, ist total natürlich, keine Augenbrauen, kein Lidschatten, wirklich nur Foundation und auch über die Lippen. Und das ist auch schon einfach der Look. Ein bisschen kränklich und that's it. Leute, so ist Shanghai. Man sieht noch nicht mal mehr die Spitze von dem Turm, weil es so verdammt schmutzig ist. Und ich schwöre euch, ihr merkt es ja auch in meinen Vlogs, man hat nie Sonne. Es ist immer so ein Schleier und man denkt immer, das ist der Smog. Ist es auch. Schaut euch das an. Ich komme da nicht drauf klar, man sieht einfach nicht die Spitze. Ich komme nicht drauf klar. So Leute, jetzt geht's von der Shanghai zu der Tokio. Aber Freunde, wie schön das alleine im Flugzeug angerichtet ist, wenn man mit der Japaner fliegt. China oder Japan, da ist eine kleine Differenz. Also wir sind jetzt gelandet und ich spüre jetzt schon so eine ganz andere Frequenz hier. Es ist so richtig ruhig, die Menschen sind richtig nett. Ich bin jetzt schon in Love, gleich geht's raus. Ich bin gespannt, wie es wird im Vergleich zu China. Bei China, der Shanghai, das war nicht so meins. Aber jetzt schauen wir mal, was hier so geht. Leute, ich muss das jetzt einfach mal zeigen. Das hier ist Kultur, ich muss das mal zeigen, es geht nicht anders. Ist das Toilet. Und das ist jetzt die schöne Variante am Flughafen in Tokio. In Shanghai ist das auch ungefähr so nur 50.000 Mal verseuchter, versiffter und schon alles vollgesprüht. Ja, also, ne, hier, wisst ihr Bescheid. Das da ist das Wahrzeichen von der Tokio. Sexy Zone, geile Nummer. Ist das jetzt eine Boygroup oder was? Wir sind jetzt auf der Fashion Week in Tokio und gehen gleich auf die erste Show. Ich bin super gespannt, wie es sein wird. Tali. Hallo. Macht ihr der Chilling? Mit der guten Maske. Donja ist jetzt der Fußmodel geworden. Der macht einfach den Training-Style mit den guten Plattform-Shoes. Da habe ich auch an. Jetzt der Pancake-Eating. Leute, schaut ihn euch an, den guten Buddy. Der hat auch ein paar Pfannkuchen gegessen. Oder ist er pregnant? Man weiß es nicht. And you put it like this. Here, not push. Yeah. Oh, yeah. Thank you. Jetzt erstmal die Schüchchen ausziehen, Freunde, weil in der Japan, da macht man das so. Das ist hier nämlich wie the home, ist das einfach. Ab mit den Schuhen, weg damit, brauchen wir nicht mehr. So, die guten Schuhe. Zack, wir gehen nochmal hier. Was ist? Der Nahaufnahme, jeder Pickel. Hi, Konnichiwa. Das ist unsere gute Dolmetscherin hier, die macht die Bestellung. Das ist der kleine süße Asiate, der hier die Bestellung aufnimmt. Und das ist der Melissa Blackwoods. Leute, jetzt bekommt man hier so das Essen. Also das ist quasi wie der Teig. Und da klatscht man dann dahin. Wir sind live. Der Turn-up hier. Oh. Wir befinden uns jetzt in der Stadt, also eigentlich direkt vorm Hotel. Geil. Kleine Schuhinspiration an meine Katzenfreunde da draußen. Na, wie ist? Sogar die Omis sind cool hier. Und der Trendy. Sieht aus wie der große Crash einfach. So ein bisschen so Game of Thrones, die Schlacht los. Der gute Kawaii Monster Café. Ich kann nicht mehr, Leute. Paradise is about to open. Oh my gosh. Konnichiwa. Wow. My life is over. Now you're this is a VIP room. Oh my god. Oh my god. Das ist die gute Alicia und sie ist eine ganz bekannte Modedesignerin, Model, Bloggerin, alles aus Japan. Wir quatschen ein bisschen mit ihr über Trends, über alles mögliche und sie zeigt uns ein bisschen rum und führt uns zu den coolen Orten. Can you recommend something? This is my favorite French fries. Das ist jetzt hier mein Essen, ich raste aus. Geil, und der Tisch, Leute. Zieht euch da rein. Ich kann nicht mehr, der Tokio. Hier der Einhorn, der Unicorn. I'm dying. Hello, cutie. Kawaii. Yeah. Thank you, bye.
Wir sind jetzt wieder aus dem Monster Café raus und das war richtig geil da drin. Ich hätte so gerne richtig viele Bilder gemacht, wir hatten leider keine Zeit mehr. Aber es war so schön dort, es hätte einfach mein Wohnzimmer sein können da gerade eben. Charlie, the fashion. Voll geil. The fashion einfach hier. Vor allem, er fühlt sich auch. Er fühlt richtig voll geil. Ja, servus, da guckt er rüber. Geile Sau. So, wir sind jetzt hier bei dem guten Store von der Alicia. Ich habe die Jacke auf My Life gefunden, schaut euch an. Die muss ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Alicia, thank you so much. Goodbye. I'm gonna text you. Bye. Schaut mal, Leute. Das Sushi, das Plüsch-Sushi. Ja, Freunde, habt ihr jemals sowas gewonnen? Habt ihr mal sowas mitgespielt? Ich hab das immer probiert. Nie was gewonnen. Wir sind jetzt hier in so einem Fotobooth-Dingens und werden jetzt probieren, so Kawaii-Bilder zu machen. Du kannst es bearbeiten jetzt, du kannst ja die Sticker raufziehen und so. Ich hab das schon mal gemacht. Das ist the life, living the life hier mit der Hälfte und Onya. Kriegst du das Sushi? Okay, funktioniert das jetzt? No! Es ist nächster Tag und wir befinden uns jetzt hier. Hier ist meine gute Group hier. Hallo. Servus. Donja ist am Bloggen. Easy girl. Wir befinden uns hier am Strand. Und wir werden jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen scribbeln in unseren Mappen für unsere Make-up-Looks, die wir entwerfen müssen. Mal die Inspiration rauslassen. Ich mache the walking in the sand. Mit der Plateauschuhe. Es tut so, so gut, einfach mal hier so am Wasser zu stehen. Und ich habe einen Fussel an der Lippe. Aber auf jeden Fall. Leute, wir sind jetzt bei Daiso und hier gibt es so einfach Zeugs, dass man sich aufs Essen so draufsteckt, damit es schöner aussieht. Hier, du kannst du essen. Der Kawaii-Sticker, du steckst du in dein Essen rein. Und dann sieht das süßer aus. Kawaii for Life, der Love Puncher. Nee, Lover Puncher. Hast du schon wieder gefunden? Eine Picknickmatte für Kinder. Oh, ja, sie macht hier das Shopping Deluxe. Ja, so. Jetzt geht's ab in eine gute Takeshita Street. Wir laufen jetzt einfach los. Der Pikachu! Der Beutel! Da, der Beutel! Der Pikachu-Beutel! Und hier der Plüschrucksack jetzt vorbei bei mir. Ich kann nicht mehr, Freunde! Mit den Einhörnern! Gott, Handyhöhe? Das ist the paradise für mich. Schaut euch das an, ich raste aus. Leute, der Donny hat den Laden für mich gefunden hier. Ich kann nicht mehr. Also wir haben jetzt gerade jemals gegessen, jetzt gucken wir uns gerade eine Robotershow an und hier sind da so seltsame Roboter-Tanten, mit denen man Bilder machen kann. Ach ja, The Blackwoods. Also was geht in der Fahrstuhl? Pinke Leuchtstab, Freunde! So, Freunde, das ist jetzt auch schon das Ende. Traurigerweise geht es jetzt zurück nach Berlin und ich wäre so gern noch länger geblieben in Tokio. Hier ist wirklich mega, mega cool. Die gute Inspirationsreise mit der Maybelline Trends World ist jetzt vorbei. Wir haben wirklich super viele Metropolen gesehen. Es war super inspirierend, hat super viel Spaß gemacht. Es waren sehr viele Eindrücke. Wir haben das alles verarbeitet in unsere Make-up-Looks. Ich auch. Ich werde nun den finalen Look erstellen. Ich werde euch dann wohl mit Social Media mitnehmen, wenn dann die Show ist und euch die Looks zeigen. Wenn ihr da auf dem Maybelline verfolgt und bei mir, dann bekommt ihr alles mit. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, diese Vlogs anzugucken.
finde es immer schön, alles nochmal Revue zu passieren. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Opportunity habe. Ich bin auch sehr dankbar. Und da kommt schon eine gleich. Guckt euch den mal an, den guten Freund. Den habe ich mir gekauft in der Tokio. Der beste Rucksack. Wenn ihr ein Shopping Haul haben wollt zu den Tokio Sachen, dann ne, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, gebt bitte gerne ein Däumchen nach oben. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss aus Tokio. Ja, peace. Das war's. Adios. Wobei halt, stopp Leute, mir ist aufgefallen, das Adios ist das falsche Wort. Ich glaube, das ist auch der Oye Gesaimas. Ist das jetzt auch der Tschüss? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, die sagen das immer. Aber Oye Gesaimas.